Am zweiten Tag wird die Ausbildung durch Soldaten und gepanzerte Fahrzeuge unterstützt, um ein reales Bild darstellen zu können. Aus den Erfahrungen internationaler Einsätze werden Szenen dargestellt, die die Journalisten zum Handeln zwingen sollen. Erster Ausbildungsabschnitt gestern ging es darum, den Lehrungsteilnehmer zu vermitteln, dass es in diesen Ländern halt auch immer wieder dazu kommen kann, dass UN-Truppen mit auftauchen oder in irgendein Bild damit reinkommen und dass die dann mehr oder weniger das zusammenarbeiten mit den Soldaten, dass es halt auch möglich ist oder dass es aufgrund der jeweiligen Situation dazu kommen kann. Das sollte da im ersten Moment vermittelt werden. Des Weiteren sollte vermittelt werden, dass es kein Problem ist, wenn man nur geringe Informationen hat von der Bevölkerung, dass es auch überhaupt gar kein Problem ist, wenn man im Vorfeld darauf achtet, wie die Dorfbevölkerung auf mich selber reagiert, dass es dann ja halt kein Problem ist, auch mit denen in Kontakt zu treten. Der redaktionelle Einsatz in Krisen oder Kriegen erfordert vor allem bei den Journalisten ein Umdenken, die noch keine Erfahrung in solchen Regionen sammeln konnten. Angefangen bei der Bekleidung und Schutzausrüstung, bis hin zum Kontakt zur zivilen Bevölkerung. Hier werden die Lehrgangsteilnehmer eingewiesen und in der Ausbildung beraten. Ein simuliertes Feuergefecht ist Teil der Ausbildung und Sensibilisierung. Ein besonderes Handeln ist hier nötig, um sich und seine Kollegen nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Bei diesem ersten Ausbildungsabschnitt, erfahrungsgemäß die größte Problematik, stellt sich immer dadurch dar, dass der Lehrgangsteilnehmer halt nicht dazu in der Lage ist, einfach so offen auf die Bevölkerung drauf einzugehen. Der vermutet halt gleich, dass da irgendwas Schlimmes passiert oder sonst irgendetwas. Das ist eine Sache. Und die zweite Sache, das Zusammenarbeiten mit den Soldaten, weil die grundsätzlich davon ausgehen, dass Soldaten halt immer mehr oder weniger der Anziehungspunkt für irgendwelche Attentate oder sonst irgendwas ist. Deswegen sind sie halt der Meinung, nee, da gehe ich mal lieber nicht hin oder versuche fluchtartig dann diesen Bereich dazu verlassen. Vor allem seit dem Ausbruch des arabischen Frühlings in Tunesien wird es immer wichtiger, sich auf kommende Einsätze als Journalist vorzubereiten. Neben der entsprechenden Landeskunde ist es ebenso wichtig, grundlegende Verhaltensweisen schon einmal erfahren bzw. geübt zu haben. Denn wie bekomme ich in einem fremden Land Informationen und kann vor allem Gefahrenquellen erkennen und mich entsprechend sicher verhalten?